Hey Leute, weiter geht's mit Project Zero. So, wir sind hier im Zimmer stehen geblieben und sollen in das Zimmer von unserer Sensei gehen, um danach Hinweisen zu gucken. Aber unser Sensei ist ja verschollen. Gut, das machen wir jetzt auch direkt. Ich muss mal hier auf die Karte gucken. Ich weiß, es regnet. Okay, es regnet, ja. Wir müssen hier lang, ja. Und es regnet. Regen ist nicht gut, ja, weil dann werden die Geister stärker. Haben wir ja mal erfahren. Okay. Wir haben die Kamera auf jeden Fall genommen und wir gehen jetzt erstmal in den Raum. Schön Foto machen. Hisuka. Hier hat sie immer gern gegessen, um sich zu entspannen. Der japanische Stil des Zimmers hat ihr dabei geholfen, Stress abzubauen. Okay. Boah, dieses Radio, ne? Kann ich das nicht ausmachen? Hier ist nichts Interessantes. Okay. Ja, hier haben wir ein alter japanischer Ankleidespiegel. Ich habe es noch nie gemocht, im Spiegel zu schauen. Oh, okay. Hier können wir auch nochmal überprüfen. Hier stand auch noch gerade überprüfen, oder? Ja. Ein Tablett mit Rauchutensilien und Statuen liegen auf einer niedrigen Kommode. Das Tablett mit Rauchutensilien dient auch als Schatulle. Okay. Man erkennt da nicht viel, aber ne. Überprüfen. Ein Bett wurde hinter den Tisch verstaut. Das hier war einmal ein Arbeitszimmer und das Bett befand sich in einem anderen Raum. Hisuka brachte es hierher, damit ich in den Zimmer kam. Hisuka meinte, sie bevorzugt intime Räume. Ich hoffe, sie hat das alles nicht nur meinetwegen gemacht. Okay. Die Schublade ist verschlossen. Die Kamera reagiert etwas. Okay. So. Oh, okay, das ist... ja. Auf den Fotos etwas zu erkennen, die Abstellkammer im Erdgeschoss. Okay, Abstellkammer im Erdgeschoss. Wir kommen. Die Kamera muss immer bereit sein. Boah. Ist ja schon ein bisschen unheimlich, dieses Haus, oder? Sicher ist das. Mädchen mit Schuluniform, ja? Was war das? Ist etwas in diesem Zimmer? Okay. Wir haben hier ein Mädchen in Schuluniform und das überprüfen wir jetzt auch. Weil wir sind neugierig. Okay. Eine alte Akte auf Gepäckstücken. Es scheint sich hierbei um einen Bericht über einen Fall zu handeln, in dem Schatten wahrgenommen wurden. Da der größte Teil entfernt wurde, ist der Rest nur schwer zu entziffern. Subjekt Akari Narumi. Kunde Yuku Namori. Relikt persönliches Foto. Details gar nichts. Resultat Subjekt verstorben. Nichts, was ich dagegen tun könnte. Oh, ein Mädchen in einer Schulenform. Das Foto wurde bereits so oft zerknittert, dass man das Gesicht darauf nicht erkennen kann. Ja, das stimmt wohl. Notizen wurden aktualisiert. Also ich vergesse das. Ich muss ja immer gedruckt lassen. Okay, was hat das Mädchen in der Schulenform jetzt gemeinsam mit unserer Aufgabe zu tun? Das ist jetzt hier die Frage, ne? Okay, scheint nichts mehr zu sein. Ich wollte jetzt gedacht, dass der hier der Raum ist, in dem wir müssten, aber der ist doch unten. Aber okay. Was ist in Ordnung? So, gehen wir erstmal runter. Warum ist eigentlich eine Tür? Lol. Ey, diesen Raum war ich noch gar nicht, oder? War schon mal in diesem Raum?
Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Das Bücherregal ist voller dicker Bücher. Viele erlitten sich gratis mit anderen Antiquitäten. Wir haben gehofft, sie verkaufen zu können. Ja, habt ihr aber nicht. Okay. Das ist so ein... Ja. Müssen wir gucken, wo jetzt eigentlich ganz genau dieser Raum ist, den wir hier aufsuchen. Aber auf der Karte wird mir gerade gar nichts angezeigt. Er ist jetzt vorne... Okay, ne, er ist ja vorne im Ladensbereich. Ne, ja. Aber ich will dann den nochmal hier hingehen, ob wir Fisch... Genau deswegen. Hisuka hat mir jeden Tag nach Ladenschluss eine Tasse Kaffee gemacht. Das köstliche warme Aroma war immer so beruhigend. Das köstliche warme Aroma. Achso, warme Ware. Okay. Gut, aber ich glaube, hier liegt sonst auch nichts mehr, aber... Ja, erst auf Toilette gehen. Das ist das Kunden-WC. Hisuka und ich putzen es abwechselnd. Warum rauschen die Dinger so? Das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Gar nicht toll. Gut, damit haben wir wieder ein Foto. Das bringt halt alles Punkte, ne? Ich meine, mal gucken. Wir sind bei 4000, da könnte ich nur absorbieren. Rüste die Absorbierungsfähigkeit der Kamera auf, wodurch mehr Geisterenergie von Zielobjekten absorbiert wird, okay? Ja. Aber es wundert mich, dass wir nicht erst das Kapitel wieder auswählen konnten, weil das konnten wir sonst auch immer. So, ist das der Raum? Scheint so, ne? Ja, das ist er. Aufheben. Da liegt etwas unter dem Bett. Es ist ein kleiner Schlüssel. Okay, jetzt kommt bestimmt irgendwie... Okay, ne, ich dachte, jetzt passiert hier irgendwie ein Foto oder so. Ja, wir sind jetzt da oben wieder. Kein Problem. Staubige alte Unterlagen waren da drunter. Es scheint sich um eine Anfrage für das Wahrnehmen von Schatten zu handeln. Fall abgeschlossen. Es ist großen roten Buchstaben drauf zu erkennen. Sujet Miku Insanki, Kunde Sachi Yami, Freundin, Relikt, persönliches Foto. Sie verschwand während der Suche nach ihrem vermissten Bruder, aber wurde kurz darauf wiedergefunden. Sie hat ein Kind, der Vater ist unbekannt. 3 Jahre später ist sie wieder verschwunden. Anmerkung, Fotografin, Kunde ist der Vormund ihrer Tochter. Resultat, Suche abgebrochen. Es wurde mehrmals versucht, Schatten wahrzunehmen. Doch waren die Spuren zu schwach. Ich vermute, das Objekt ist noch am Leben. Jedoch wird ein stärkeres Relikt benötigt. Es kann durchaus sein, dass das Objekt nicht gefunden werden will. Ein herzlicher, aber einsamer Gesichtsausdruck. Sie sieht aus, als würde sie sich jeden Moment in Luft auflösen. Okay. Hier scheint noch mehr Seiten zu geben. Okay, Tsunami Katashina, Familienarzt. Persönliches Foto, instabile Familie, gibt sich selbst die Schuld am Streit mit Halbschwester, scheint sie selbst Verletzungen zugefügt zu haben. Anmerkung, die strikte Familie kann der Auslöser dafür sein. Der Arzt sollte sich den annehmen, nachdem das Objekt gefunden wurde. Resultat, Suche abgebrochen. Die Familie hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Die Angelegenheit wurde an die Polizei übergeben. Man hat mir ans Herz gelegt, die Ermittlungen einzustellen. Im Gesicht strahlt ein Hauch von Traurigkeit aus. Sie wird noch immer vermisst, jedoch hat ihre Familie die Suche nach ihr aufgegeben. Fall abgeschlossen. Ein großer... Okay. Yuri Kunsaka, Suche. Kunde... Steht nicht bei. Persönliches Foto, Details. Emotional instabil, nachdem sie Familie in einen Unfall verloren hat. Geht seit einigen Tagen nicht mehr zur Schule. Laut Nachbarn hat sie das Haus wie immer verlassen. Anmerkung, behauptet, Dinge zu sehen, die für andere Leute unsichtbar sind. Scheint sich nun erholt zu haben. Resultat in meiner Obhut. Oh, Beobachtung notwendig in meiner Obhut. Sind wir? Yuri. Ach, da oben steht der Yuri. Hier ist sie sicher, jedoch sollte ihr aufmerksam zugehört werden. Ich werde ein Zeit lang auf sie aufpassen. Hier, ein Foto einer Abschlussklasse. Was für ein intensiver Gesichtsausdruck. Das sind wir doch selbst, oder nicht? Ob ich mich seither wohl sehr verändert habe, mir fällt es noch immer nicht leicht, in den Spiegel zu sehen.
Okay. Wow. Da wird was aktualisiert, okay. Okay, ich war nur bereit, wieder meine Kamera auszupacken. Ja, wir gehen direkt hochkommen. Muss ja hier keine Zeit verschwenden. Ja, sie hat sich uns angenommen. War nett von ihr, auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn ich hier lang komme, denke ich mir an dieses ekelhafte Radio. So. Machen wir das auf. Du hast den kleinen Schlüssel benutzt, um die. Ja. Eine Akte fand sich im Schreibschublad. Sie beinhaltet Fotos und einige Seiten Papier. Haruko Momoso. Himo, Freundin. Persönliches Foto. Kunde und Subjekt waren Stammgäste des Cafés. Eine Gruppenselbstmord wurde zur Zeit des Verschwindens gemeldet. Zusammenhängen sind nicht bekannt. Anmerkung: Ein ruhiges, sanftmütiges Mädchen richtet sich gerne nach anderen Leuten. Okay, Haruko Momose, verglichen mit dem Foto, auf dem sie mit Fuji zu erkennen ist, ist ihr Gesichtsausdruck hier eher trüb. Mio Hinsaki, noch eine Person, die auf dem Berg verschwunden ist. Mio, ja, was? Yohama, Pflegemutter, persönliches Foto, macht sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter, die seit der Kindheit des Subjekts vermisst wird. Erwähnte den Ikami-Berg. Ihren Agenten zufolge Anmerkung soll übersinnliche Kräfte besitzen. Kunde ist sehr besorgt. Oh, das ist doch. Ja, mit der haben wir ganz am Anfang gespielt. Ein Foto einer schlanken und eleganten jungen Frau. Das ist also Mio. Eine Kassette aus den Anrufbeantworter auf dem Etikett zu erkennen sind ein Datum und ein Name des Kunden. Okay. Eine Akte. Okay. Kazuchi Sakai. Kazuya Sakai. Reno Hoyo, Freund. Persönliches Foto. Verschwindet gerne für ein paar Tage von der Bildfläche. Meldet sich nicht mehr. Seitdem er losgegangen ist, um Leichenfotos von Rennen zu sammeln. Mögliche Kontaktaufnahme abwarten. Anmerkung: Hinterlässt einen schlechten Eindruck. Rennen sehr unannehmlich. Okay, Kazuka Sakai. Ein Freund von Ren, jedoch habe ich ihn persönlich nie getroffen. Ein Tagebuch lag hinten in der Schublade. Es handelt sich hierbei um Notizen über Kunden. Ich habe mich mit einer potenziellen Kundin getroffen. Es ist nicht bekannt, ob das Objekt tot oder lebendig ist. Sie sagt, dass sie sich wahrscheinlich irgendwo verlaufen hat. Vielleicht wartet sie auf Hilfe. Sie will ihr Haus nicht verlassen, da das Objekt von allein zurückgekommen könnte. Ich bin aus dem Konzept gekommen und habe etwas Unangebrachtes gesagt. Ich fragte sie, was sie tun würde, wenn wir ihre Freundin finden. Sie lachte und meinte, es gibt einiges, das ich ihr sagen will, wenn sie zurückkommt. Ihr Lächeln wirkte gezwungen. Die ganze Situation schien an ihr zu nagen. Ich sollte mich wirklich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich lasse Yuri nicht gerne allein, aber dieser Fall hat Vorrang. Ich habe keine Zeit zu verlieren, ich muss gehen. In dieser Akte wurde Fälle vermisster Personen festgehalten, die Yuzuki angenommen hat. Haruka Momose, das ist das Mädchen, nach dem Fuji gesucht hat. Vielleicht kann ich sie finden, wenn ich das Foto als Relikt benutze. Okay. Ja. Ziel wurde erklärt, begib dich zum Fuji. Ja, natürlich sollen wir wieder zum Berg. Natürlich. Okay. Aber es regnet. Und Regen ist nicht gut. Regen ist überhaupt nicht gut. Da werden wir nur wieder das. Weil wir konnten ja auch nicht unsere Ausrüstung machen. Was sonst eigentlich funktioniert. Das finde ich leider jetzt ein bisschen semi-gut. Ich kann mal kurz gucken. Gegenstände, Dokumente. Ne, wir haben auch gar keine. Okay, wir wurden echt direkt weitergeleitet. Also wir konnten nichts auswählen am Anfang. Das ist schon ein bisschen. Ja. Naja.
Kann auch sein, weil wir hier irgendwie keine Gefahren ausgesetzt waren. Aber wir wollen jetzt, sollen ja jetzt auf den Berg gehen, was ja natürlich. Wow. Okay. Hisoku Kurosawa. Hisoka, diesmal werde ich dich retten. Mit Hilfe der Kamera Obsurka fand Yuri einige Akten mit Fällen vermisster Personen, die mit den Hikami-Berg in Zusammenhang stehen. Noch viel entschlossener als zuvor entschließt sie sich, auf den Hikami-Berg zurückzukehren, um Hisoka zu finden. Okay. Wird gespeichert. Gut, Leute, das ist. Alles Gute mit zum. Ne, das war Intermezzo. Ah, finde den Relikt. Okay, das war einfach echt ein eigenes Kapitel, wofür wir jetzt nichts Besonderes bekommen haben. Gut, Leute, damit haben wir den dritten Tropfen im letzten Part geschafft und hier das Intermezzo. Und im nächsten Part geht es weiter mit den vierten Tropfen, Leute. Also ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und ciao.